Matthew ist so traumhaft. Blöder Bleistift. Ich habe keine Zeit dafür. Da nehme ich mir halt einen anderen. Was zur? Stimmt irgendwas nicht, Matthew? Oh, keine Sorge, ich kann helfen. Danke, Stacy. Kannst du bitte leise sein? Ich versuche hier meine Nägel zu machen. Oh, gib mir den Bleistift. Hier hast du. Ich kann das mit meiner Nagelfeile machen. Du bist nicht die Einzige, die auf Matthew steht. Warte, was? Matthew gehört mir. Das denkst du vielleicht. Oh nein, das läuft nicht gut. Ich muss Mandy schlagen. Und fertig. Bitteschön, Matthew. Ja, ich hab's geschafft. Hey, danke, Mädels. Wartet kurz. Oh, er wird mir wohl seine Nummer geben. Vielleicht lädt er mich zu einem Date ein. Kümmert ihr euch auch um diese Bleistifte? Was? Meine Arbeit ist erledigt. Ich bin weg. Du gehst nicht. Auf keinen Fall. Bitte? Nein, du gehst nicht. Und tschüss. Nein, komm zurück. Ha, hab dich. Was vergessen? Ach, kommen Sie schon. Das ist ungerecht. Ich hatte gehofft, Sie vergessen den. Niemals. Viel Glück. Es gibt einen Grund, warum ich diesen Kurs hasse. Schätze, ich habe keine andere Wahl. Dann mache ich eben diesen Test. Das ist die richtige Einstellung. Das ist meine Chance. Zum Glück bin ich immer vorbereitet. Warum lernen, wenn man schummeln kann? Oh, das ist interessant. Hä? Was macht Mandy denn da? Was geht da hinten vor sich? Das läuft ziemlich gut. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Kann ich Ihnen helfen? Mir gefällt Ihre Brille. Kein Spicken in meinem Kurs. Im Ernst. Netter Versuch, Mandy. Jetzt beende den Test. Denkt sie, das war mein einziger Spicker? Ich habe Backups. Das ist ziemlich clever. Was zur... Will sie mich auf den Arm nehmen? Ich kapier nichts davon. Wen kümmert, solange ich den Test bestehe? Das ist seltsam. Schau mal, was ich gefunden habe. Deiner? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Sag mir nicht, wie ich meinen Job zu machen habe. Wenn du dich doch auch so im Unterricht anstrengen würdest. Tja, schade. Hehe, sie kann mich nicht aufhalten. Ich bin froh, dass ich die Fake-Hand habe. Irgendwas stimmt da nicht. Was ist hier los? Bleib cool. Sie schöpft keinen Verdacht. Hey! Einfach normal verhalten. Was? Was ist denn los? Mandy! Hier gibt's nichts zu sehen. Alles in perfekter Ordnung. Das ist deine letzte Warnung. Was soll's? Vielleicht hilft mir der Kaugummi beim Konzentrieren. Erdbeergeschmack. Was macht sie denn jetzt? Was? Darf ich keinen Kaugummi kauen? Du sollst eigentlich diesen Test machen. Gib mir das. Okay, ich bin mit dem Test fertig. Bitte sehr. Ich hoffe, ich habe bestanden. Ups, ich habe ja noch den Kaugummi im Mund. Okay. Verstehe. Interessant. Gut gemacht. Du hast bestanden. Danke. Ich bin weg. Endlich kann ich hier raus. Was für eine Erleichterung. Tschüss. Tschüss, Mandy. Immer das Gleiche mit diesem Mädchen. Vielleicht probiere ich auch mal den Kaugummi. Niemand ist in der Nähe und ich verdiene eine kleine Belohnung. Der sieht schon mal gut aus. Oh, warum nicht? Der ist gut. Warte mal. Das ist ja ekelhaft. Ist das Papier? Sind das die Lösungen? Sie hat schon wieder geschummelt. Ich kann's nicht glauben. Mandy, stopp. Mandy, komm zurück! Mandy! Es geht nichts über ein gutes Buch. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das Papier duftet so frisch. Darauf habe ich mich schon gefreut. Hallo, Frau Lehrerin. Danke für die Buchempfehlung. Ich hoffe, du magst sie. Kann's kaum erwarten. Sie ist so ein liebes Mädchen. Und dieses Buch. Wow! Oh, da sind sie ja. Ich habe schon nach ihnen gesucht. Das ist meine Lieblingsstelle. Entschuldigung. Oh, tut mir leid. War nicht mit Absicht. Egal, können Sie mir dabei helfen? Oh, kein Problem, Stacy. Die Lösung ist ganz einfach. Schau mal. Oh, stimmt. Ich hab's verstanden. Danke. Ich helfe gerne. Jetzt kann ich mich wieder meinem Buch widmen. Was? Wo war ich stehen geblieben? Ich kann keine Ablenkungen mehr vertragen. Ich muss einen Ort finden, wo ich dieses Buch beenden kann. Irgendwo, wo es ruhig ist. Wow, so etwas habe ich ja noch nie gelesen. Diese Kabine ist besetzt. Ich brauche noch eine Weile. Beeilung!
Ich bin beschäftigt. Komm schon. Was soll das denn? Na gut, ich komme raus. Mach schon. Es gehört ganz dir. Hier, nimm das. Das ist voll ekelig. Das scheint ein guter Ort zu sein. Ich hole nur noch meine Bücher für den Unterricht. Sch, ich lese hier. Ups, sorry. Okay, das war seltsam. Nimm das! Ich kann dieses Buch nicht weglegen. Wer hat das geworfen? Mädels, hört auf! Moment mal, das könnte nützlich sein. Bin gleich wieder da. Ich lege mein Buch auf den Tisch. Dann nehme ich einen Gummi und ziehe ihn über das Buch. Genau so. Jetzt brauche ich noch eine Büroklammer. Ich stecke sie an den Gummi. So weiß ich, wo ich war. Beruhigt euch, Mädels. Der Unterricht beginnt jetzt. Holt eure Bücher raus. Oh, ich hatte gerade so viel Spaß. Dieser Unterricht ist voll interessant. Manchmal hasse ich meine langen Haare. Die sind immer im Weg. Oh, das ist voll nervig. Was machst du da? Deshalb benutze ich ja einen Haarreif. Du solltest vielleicht auch einen nehmen. Du hältst dich für besonders schlau. Oh, eine Nachricht. Haut ab, Haare. Was schreibt ihr da? Ja, er will sich mit mir treffen. Auf diesen Moment warte ich schon so lange. Warte mal. Ich wollte dich küssen, nicht deine Haare. Ups. Das wäre eine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Ich muss doch was haben, das hilft. Ich hoffe, das klappt. Was mache ich nur? Mandy! Wow, dein Haar ist ganz schön zerzaust. Du musst mir helfen. Du bekommst nicht meinen Haarreif. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wie wär's mit diesen Klammern? Die? Echt jetzt? Danke für deine Hilfe. Was soll ich denn damit machen? Warte, zuerst drehe ich mit dem Stift meine Haare und mit der Klammer fixiere ich sie. Wow, das hat tatsächlich geklappt. Ich kann sehen. Und du siehst auch gut aus. Okay, ich muss los. Tschüss, viel Spaß. Hi, sorry, bin zu spät. Das war einer dieser Tage. Aber jetzt bin ich hier. Oh, wow, jetzt passiert es. Warte. Hey, das ist ein privater Moment, Leute. Hier ist dein Testergebnis. Was zur? Eine 6 minus? Wow, ich muss ja voll dumm sein. Hier für dich, Stacy. Ha! Eine 1 plus. Viel Glück beim nächsten Mal. Ach ja, schau dir das an. Was machst du da? Ich streiche den Kleber über die Note. Wo ist das? Ach ja. Ich habe immer einen Ersatz dabei für Notfälle, verstehst du? Du schleppst das immer mit dir rum? Oh ja, ich klebe das auf den anderen Zettel. Ich habe gerade so viele Fragen im Kopf. Und ich habe bestanden. Wer ist jetzt das Genie? Wow, das ist mal was anderes. Dieses Poster bleibt nicht hängen. Oh, bitte bleib einfach dran. Hä? Das klingt wie ein Job für Mr. Kleber. Treten Sie zur Seite, ich mach das. Was? Vertrauen Sie mir, ich suche die Kappe später. Ein Strich mit dem Klebestift und alles sitzt. So geht's. Jetzt Applaus, bitte. Okay, mal was anderes. Das ist meiner, gib her. Wow, so geht das nicht. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich flicke das gebrochene Herz. Siehst du auch den komischen Typen? Ja, wer ist das? Ist nicht wichtig, du kannst den hier haben. Oh, Matthew, danke. Er hat einen Klebestift genommen? Das war so lustig. Oh, warte mal kurz. Sorry, da muss ich ran. Hallo? Oh, hey, Jake. Es gibt eine Party? Wir sind schon auf dem Weg. Was war das? Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe mir die Strumpfhose aufgerissen. So kann ich nicht gehen. Geh du ruhig. Bist du sicher? Okay, tschüss. Tschüss. Hab eine schöne Zeit. Warum passiert das immer mir? Ich habe von deinem Problem gehört. Keine Panik, ich weiß, was zu tun ist. Ach, hör mir damit auf. Ich hatte eine schönere Reaktion erwartet. Ich reibe den Riss mit Kleber ein. Na gut, und dann? Der Kleber macht den Rest. Der stoppt nämlich die Laufmasche. Du machst mich so glücklich. Meinst du? Wow. Klebestift, du erstaunst mich immer wieder. Man könnte sagen, ich klebe an dir. Mann, ist das öde. Dabei ist es wichtig, dass... Hey, aufpassen. Ich hab nichts im Hacht. Was zum... Mann, ist das schwer. Das heutige Muskeltraining wäre somit getan. Schnell, das ist unsere Chance.
Versteckt euch im Schrank. Der Schrank kann hier nicht stehen bleiben. Ich folge doch nur den Anweisungen, die hier stehen. Komm schon, gar nicht so einfach. Du schuldest mir 20 Euro. Wo sind denn meine Schüler hin? Geschafft! Schnell weg! Eine geniale Idee! Ah, ich bin so hübsch. Und das Spiel macht süchtig. Ein Test? Muss das sein? Hier, dein Blatt. Wusstest du, dass wir heute schreiben? Nein? Wie können wir uns vor dem Test drücken? Die Zeit läuft. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Entschuldigung, ich müsste auf die Toilette. Natürlich, aber beeil dich. Danke. Na toll. Und was ist, wenn... Nee. Hi, Hübscher. Hoffentlich wird mein Plan aufgehen. Fehlt nur noch etwas Lippenstift. Auf dieser Seite auch noch. Perfekt. Die Stirn fehlt noch. Ich bin so süß. Jetzt noch gut verteilen. Ich liebe diesen Farbton. Okay, was noch? Ich hab's. Dafür brauche ich das Bandana. Ich halte es unter heißes Wasser. Und dann an meine Stirn. Oh, ganz schön heiß hier drin. Das sollte reichen. Oh, ich fühle mich nicht gut. Ich sagte, oh, ich fühle mich so schlapp. Hey, hier drüben. Leb wohl, schöne Welt. Was ist denn da los? Oh, du glühst ja. Ich sollte mich etwas ausruhen. Bis später. Hey, das ist nicht fair. Echt schlaue Aktion. Hi. Oh, ich habe auch plötzlich Husten. Wow. Das Video schaue ich später an. Worauf sitze ich denn hier? Was ist das denn? Das Notizbuch gehört mir nicht. Ist das deins? Nein. Gehört dir das? Psst, ich lerne. Na gut. Was schreibt sie denn da? Ruhe, klasse. Oh nein. Hausaufgaben, gebt sie ab. Wer wird mein erstes Opfer? Mickey. Nein. Du wirst nachsitzen. Bitte nicht, nein, ich kann das alles erklären. So, hilf mir doch jemand, bitte. Hallo, Polizei, Superhelden, irgendwer. Oh, wo ist sie denn hin? Zurück mit dir! Nein, nein! Ja, das wird Spaß machen. Das war nur aus Versehen. Oh, was ist das? Das ist ja wie ein Wunder. Es ist plötzlich so windig hier. Was zum... Oh, das Tagebuch. Wieso ist da ein Foto von mir? Jetzt kannst du was erleben. Kommen Sie nicht näher! Da hilft nur noch eins. Hoffentlich funktioniert das. Hab ich dich. Was passiert hier? Wo bin ich? Na, das ist schon eher mein Ding. Lass die Glocken läuten. Na los, alte Frau. Ich muss hier weg. Oh, im Ernst jetzt, das ist nicht wirklich besser. Und jetzt? Bin ich ein Cowboy? Ah, das gefällt mir nicht. Hoffentlich funktioniert der Fallschirm. Hey, ich bin wieder im Klassenzimmer. Ich bin allein. Wo ist denn die Lehrerin? Ein Kinderspiel. Schere, Stein, Papier. 1, 2, 3, go. Echt jetzt? Loser! Oh nein. Na, wer weiß die Lösung? Ich weiß sie. Jake? Mir bleibt keine Wahl. Ich bewundere deine Zuversicht. Das wird eine Weile dauern. Du packst das. Oh, ich kann vor Hunger nicht denken. Ich habe keine Ahnung. Hey, ich habe deine Idee. Oder nie. Ich reibe die Kreide in meine Hände. Gleich habe ich's.
Es wird genial. Und weggezaubert. Jetzt reibe ich mein Gesicht ein. Hatschi! Ups, das wollte ich nicht. Mir geht es nicht so gut. Warum dreht sich alles? Keine Sorge, ich kann Erste Hilfe. Setz dich. Genau wie geplant. Armer Junge. Oh, ich liebe Poppets. Schnell, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Angst. Wir schreiben einen Test und der Lehrer ist voll gemein. Das hört sich schlimm an. Der Test des Grauens. Was soll ich nun tun? Mal nachdenken. Ich hab's. Mein Make-up. Okay, und was will ich damit? Das siehst du gleich. Ich nehme etwas Make-up auf meinen Finger. Und dann bemale ich meine Knie damit. Oh, jetzt verstehe ich. Es sieht aus wie eine Wunde. Echt übel. Jetzt du. Da gibt es nur ein Problem. Danke, hätte ja klappen können. Es gibt noch einen Ausweg. Ein Gummihuhn? Sorry, daneben gegriffen. Danach habe ich gesucht. Heute ist der Test. Freut ihr euch? Wir hatten einen Unfall. Und trotzdem seid ihr aufgetaucht? Schon gut. Geht lieber nach Hause. Autsch, das tut so weh. Voll reingelegt. Yes! Keine Tests für uns. Juhu! Nicht so schnell. Ihr habt eure Hausaufgaben vergessen. Juhu! Oh oh. Hab ich euch erwischt. Lauf! Dass Schule mit all den Klassenarbeiten, dem Lernen und den Klausuren anstrengend sein kann. Da bleibt keine Zeit, sich um Kleinigkeiten zu kümmern. Deshalb haben wir uns diese tollen Hacks einfallen lassen. Was ist dein bester Schulhack? Verrate ihn uns unten in den Kommentaren. Teile dieses Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für noch mehr hilfreiche Videos.